Ich grüße dich. Ja, ich bin ein bisschen angefressen, nicht über euch, sondern dass hier immer, wenn etwas passiert, dass die ÖBB Security sich irgendwo befindet, wo sie nicht zu sein sollten. Und das ist wirklich schon eine Katastrophe. Betreffend Praterstern muss ich auch noch ehrlich dazu sagen, es mag zwar sein, dass man ein armes Hascherl ist, aber es gibt gewisse Regeln, an die man sich zu halten hat, und die Regel heißt nicht in den Stationen, egal ob Wiener Linien oder ÖBB, zu betteln. Und wenn man darauf hinweist und aggressiv wird, wisst ihr, das ist ein Verhalten, was ich menschlich nicht dulde. Und die Hausordnung habe nicht ich gemacht, sondern die ÖBB und die Wiener Linien. Und an die haben sich bitte alle zu halten. Es kann ja nicht sein, dass dann jeder herkommt: Haben Sie etwas Kleingeld? Liebe Bettler, passen Sie auf, dass Sie nicht von der Security hops genommen werden. Ich weiß, ihr seid arme Haschler, aber ein Zug der Wiener Linien und ÖBB ist nicht dazu gedacht, um sich Geld zu erbetteln. Wenn man nichts hat, so tragisch es auch ist, dann gibt es Vereine, die dazu zuständig sind, dass sie warme Mahlzeiten bekommen, aber nicht ich und kein anderer Bürger. Und jetzt kommen wir noch zum Punkt. Ich finde es eigentlich widerlich, dass es aggressive Bettler gibt, die Menschen attackieren. Und wenn ich nicht dazwischen gegangen wäre, ich möchte jetzt niemanden erwähnen, um Gottes Willen, aber wenn ich jetzt nicht dazwischen gegangen wäre, dann hätte es böse enden können. Und noch einmal, Hausordnung ist dazu da, um sie einzuhalten. Da gibt es keine Ausnahme. Und Geld erbetteln, das wird dir nicht einmal die Wiener Linien oder die ÖBB genehmigen, weil es ist einfach, wie soll ich sagen, eine Augenauswischerei, dass man anstatt sich an Organisationen wendet, einfach zur Schnellbahnstation Praterstern geht, bettelt und dann, wenn man darauf hinweist wegen der Hausordnung, dass man hochgradig aggressiv ist, das ist einfach nur schrecklich. Und wie gesagt, wenn es um Leute geht, mit denen ich zu tun habe, gehe ich dazwischen. Und es ist mir dann egal, ob der Bettler noch blöd ist oder nicht, weil ein Bettler hat nicht das Recht, aggressiv zu sein, wenn er nichts bekommt. Und dass dann eine ältere Frau ihm dann Geld gibt und dann wieder nach unten verschwindet und wieder aufkommt, es ist nicht in Ordnung. Ich habe das Gefühl, dass sich die Mitbürger damit auch strafbar machen. Weil eine Hausordnung ist nicht dazu da, um sie zu missachten, sondern sie zu befolgen. Ich kann jetzt auch nicht jeden Morgen in die U-Bahn gehen und sagen: Haben Sie 10 oder 20 Cent für mich? Da würde ich Strafe von 50 Euro bei den Wiener Linien bezahlen und mehr. Und ja, es ist mir durchaus bewusst, dass manche Menschen arm geworden sind wegen der Teuerung. Aber noch einmal, Einrichtungen wie Caritas und das Vinzi-Haus ist dafür zuständig und die Rettungsorganisationen, nicht ich, nicht der andere, nicht der Linke, nicht der Rechte. Das ist einfach, wie gesagt, nur erbärmlich. Und ja, ich möchte mich auch bedanken,
dass du mich drauf oder sie mich darauf aufmerksam gemacht haben, dass ich beschimpft worden bin. Ich habe das durch Musik völlig ignoriert. Und ja. Und bitte tut's mir einen Gefallen. Egal wie freundlich oder aggressiv die Bettler sind, geben's denen nicht einmal 5 Mark, nicht einmal 10 Mark, nicht einmal 20, nicht mal 50, nicht mal 100. Das Geld, was ihr euch erarbeitet habt, gehört euch und nicht den Bettlern. Weil wo kommen wir da hin, wenn jetzt jeder am Bettler, weiß nicht, ein, zwei, 5 oder 10 Mark hergibt? Dann darf ihr wirklich arm sein. Und ja, eine blöde Geschichte, aber es ist trotzdem nicht in Ordnung. Und dass sich hier die ÖBB Security einfach nicht blicken lässt, wenn was passiert, das ist echt verantwortungslos. Fängt man an wie bei den Wiener Linien, ach, wir können nicht überall zugleich sein. Mag richtig sein, aber wenn etwas passiert, haben die Securities der ÖBB und auch der Wiener Linien da zu sein. Weil es sieht schon deppert aus, wenn hier nichts gemacht wird. Aber komisch in St. Pölten, wenn du jetzt zum Beispiel in der oben bei der Station nicht schick rauchst und die ÖBB Security das sieht, dann wird was gemacht, aber wenn es um Praterstern geht, niemand interessiert es, niemanden geht es was an. Es ist wirklich schrecklich. Und da kann ich wirklich nur empfehlen, wie mehr sich bei der ÖBB bewerben als Security, desto besser, desto sicher sind die ÖBB-Stationen, weil es kann wirklich nicht sein, dass man hier keinen Arsch in der Hose hat und dafür sorgt, dass hier die Stationen bettlerfrei werden. Denn Alkoholverbot im Praterstern ist nett, aber da gehört mehr gemacht. Und ich wäre dafür, dass die österreichische Bundesbahn einfach mal aufwacht und mir zustimmt und sagt, dass ich recht habe. Ich habe übrigens versucht, dort anzurufen, aber keiner kennt das Abheben. Also muss ich morgen in der Früh nochmal telefonieren. In dem Sinne wünsche ich euch noch was und danke, dass du mir gesagt hast, dass ich beschimpft worden bin. Schönen Abend.